Herzlich willkommen zum Videoblog des TSV Hanschusheim. Unser heutiger Interviewpartner ist zweite Reihstürmer Ben Hopkins. Ben, du bist jetzt die dritte Saison beim TSV und hast bisher zweite Mannschaft gespielt. Dieses Jahr hast du es jetzt aber auch in den Kader von der ersten geschafft und bereits deine ersten Minuten Einsatzzeit bekommen. Wie kam es dazu? Guten Abend erstmal. Ich habe beruflich bedingt einfach jetzt viel mehr Zeit gehabt, habe direkt diese Zeit in Training umgesetzt und habe mich da versucht, sehr intensiv voranzutreiben. Das ist auch den Trainern, denke ich mal, auch aufgefallen und daher habe ich jetzt auch dann meine Chance, denke ich, auch deswegen bekommen. Den Trainern ist vor allem auch deine persönlich verbesserte Fitness aufgefallen und im letzten Spiel von der zweiten Mannschaft warst du Man of the Match. Erzähl uns dazu noch was. Als Kfz-Meister arbeitet man ein wenig anstrengend und es ist dann tatsächlich schwer, sich da nach der Arbeit sich ins Fitnessstudio zu quälen, aber ich habe es durchgezogen und dementsprechend ist es auch gleich aufgefallen dann in den Rucks oder auch in den Gedrängen, dass ich einfach ein bisschen mehr Power im Reserve habe und dazu einfach mehr beitragen kann für die Mannschaft. Und da du jetzt sozusagen zwischen erster und zweiter Mannschaft hin und her gesprungen bist, was sind denn deine Eindrücke, was die beiden Teams diese Saison erreichen können? Also ich bin da recht optimistisch. Leider war der Start für uns nicht so gut, aber ich denke, dass wir dieses Wochenende gerade beweisen wollen, dass wir uns da nicht zurückschrecken lassen und werden auf jeden Fall unser Ding machen. Ben, dann wünschen wir dir und beiden Teams dafür viel Erfolg und bis bald.